Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schon wieder mit einer Buchrezension. Und zwar zu diesem Buch hier, Das Schwert der Totengöttin von Katharina V. Haderer. Das ist Teil 1 einer Trilogie und erscheint im Knauer Verlag, wie ihr sehen könnt. Und der erste Band hat jetzt so etwas mehr als 360 Seiten. Ja, dieses Buch habt ihr schon zweimal auf meinem Kanal gesehen und ich habe es dann jetzt auch ziemlich schnell durchgesuchtet. Praktischerweise waren wir neulich ein Wochenende bei den Eltern von meinem Freund und sind mit dem Zug gefahren. Das heißt, ich hatte auf der Hin- und Rückfahrt Zeit, das durchzusuchten. Ich hatte danach noch, glaube ich, ein kleines bisschen übrig oder sowas. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ich wollte euch das Buch einfach mal vorstellen und ich erzähle euch jetzt noch kurz, worum es geht. Das Ganze spielt in der Schwertzeit, das ist in dieser Welt quasi das Mittelalter, das ist dieselbe Zeit wie auch schon Das Herz im Glas von der gleichen Autorin. Und zwar spielt das in den Vorlanden rund um die Stadt Tradea, das ist eine Hafenstadt so am südlichen Rande und das ist ein Königreich. Das Ganze beginnt in dem kleinen Ort Svonheim, das ist ein Dorf. Und wir begleiten zum einen Mirage, die so die Dorfhexe ist, also eigentlich ist sie keine Hexe, sondern Alchemistin. Und lebt in einer Hütte im Wald. Und dann gibt es Erik Zane, der ein Sergeant der Stadtwache ist, oder ja, der Garde, und der neu in diesen Ort versetzt wird. Wieso, weshalb, warum, muss man dann in dem Verlauf des Buches selber rausfinden. Und die zwei sind einem sehr, sehr ungleich, eigentlich das genaue Gegenteil voneinander. Und es offenbart sich am Anfang, dass es Probleme gibt mit Untoten. Es gibt in diesem Wald Grabhügel aus alter Zeit und die Toten haben aus irgendeinem Grund angefangen, ihre Gräber zu verlassen und die Lebenden heimzusuchen. Und ja, dieses Schwert der Totengöttin spielt natürlich auch eine Rolle. Viel mehr sage ich jetzt gar nicht, außer dass es ein sehr, sehr turbulentes Buch ist, ein unglaublich spannendes Buch. Da ist irgendwie alles drin, es ist super spannend, es ist teilweise, manche Szenen sind echt eklig. Also es kommt drauf an. Ich glaube, für Leute, die sich viel so im Horrorgenre bewegen oder so, ist es jetzt nicht so, so krass. Aber ich habe halt vorher damit so weniger Berührungspunkte gehabt. Es wird halt auch irgendwo beschrieben, auch als relativ brutal. Das würde ich, kann man auch sagen vielleicht, obwohl ich das schlimmer erwartet habe, muss ich sagen. Wenn das heißt, ein Buch ist brutal, da habe ich sehr viel schlimmere, plastischere Gewalt erwartet. Also das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen, muss ich sagen. Insgesamt muss ich sagen, mir hat Mirage als Charakter super gefallen. Und auch gerade dieser ganze vordere Teil, der so in diesem Wald spielt, das ist wundervoll. Ich habe das geliebt, diese Beschreibung von diesen Wäldern, von diesem Wald im Herbst zu lesen, mit dem Nebel und allem. Und das war super und allgemein. Auch der Schreibstil war halt wieder so sehr bildgebend, dass man das alles wirklich so vor sich sieht und eigentlich sich das so anfühlt, als wäre man da oder als wäre das ein realer Ort. Und das gibt halt gar nicht so viele Bücher, die das bei mir schaffen. Und das war wundervoll, einfach Mirage durch diesen Wald zu begleiten. Sie ist ein relativ verschlossener Mensch mit sehr vielen Geheimnissen. Sie hat viele rätselhafte Verletzungen, von denen man noch nicht so genau weiß, eigentlich, wo die herstammen. Sie hat zum Beispiel so Narben hier im Gesicht, die wie Glas schimmern. Und sie hat zwei Finger teilweise verloren. Das kann natürlich durch irgendwelche alchemistischen Experimente mal passiert sein. Könnte auch anders passiert sein. Erik ist eigentlich das Gegenteil. Das ist ein sehr kontrollierter Mensch, der sehr, sehr, sehr überzeugt ist von Ordnung und von Regeln. Und eigentlich, finde ich, so ein typischer Beamter ist, weil er so ganz genau auf die Einhaltung aller Regeln pocht. Und deswegen gerät er mit Mirage relativ schnell durcheinander, durch eine Situation, die im Grunde fast schon nur ein Missverständnis ist oder wo er einfach Sachen genau nimmt, was die Leute da vor Ort eigentlich ein bisschen anders geregelt haben bisher. Also die haben halt vieles einfach unter sich geregelt und sind halt immer gut ohne diese extrem strikte Befolgung der Vorschriften aus Tradea ausgekommen. Aber Erik pocht da jetzt natürlich drauf. Das sorgt dafür, dass die beiden im Grunde Gegenspieler sind, obwohl sie eigentlich auf derselben Seite stehen. Sie wissen es nur nicht. Diese ganze Geschichte mit den Untoten, muss ich sagen, da war ich am Anfang skeptisch, weil ich halt mit Zombies so gar nichts am Hut habe. Aber da mir die anderen Bücher dieser Autorin bisher sehr gefallen haben, war ich mir relativ sicher, dass mir auch dieses gefallen wird. Und so war es halt dann auch. Das war super spannend, auch das mit den Untoten zu lesen. Das war, fand ich auch von der Beschreibung her, konnte man sich das
richtig gut vorstellen. Es war richtig spannend, es war teilweise halt auch eklig, gerade wenn man anfängt, sich das sehr im Detail vorzustellen. Fand es aber halt auch überhaupt nicht überzogen und überhaupt nicht trashig. Also es hat richtig gut zusammengepasst alles. Dann gibt es halt gerade so einen Schauplatz, das ist ein Bauernhof. Was da vor Ort passiert ist, fand ich auch total krass, auch wenn man bedenkt, also es gibt verschiedene Geschehnisse, die da stattfinden, aber auch mit welchem kurzen Abstand und so und teilweise eben auch Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind, was bestimmte Leute dann wieder gar nicht mitbekommen haben, die gerade noch da waren und so weiter. Das fand ich super spannend, gerade wenn man anfängt, so ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Ich habe mich auch wieder super schnell zurechtgefunden in dieser Welt, das was auch bei den Büchern dieser Autorin eigentlich immer so ist. Kurz noch ein paar Zusatzinfos zu Tradea. Tradea ist so etwas französisch geprägt. Das heißt, Französisch ist da die Landessprache. Es wird im Buch natürlich nicht als Französisch bezeichnet, sondern ist halt da die Landessprache, Tradeisch oder Tradeadisch. Ja, kulturell kann ich da bisher nicht so viel zu sagen, weil man von Tradea in dem Buch noch nicht so viel gesehen hat. Bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass es auch kulturell irgendwie so groß von Frankreich beeinflusst wäre. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Jedenfalls war ich erst ein bisschen skeptisch, wie sich das so in das Buch einfügt, wenn man halt eine fiktive Welt hat und dann aber quasi eine reale Sprache oder reale Sachen versucht mit da einzubauen. Ich muss aber sagen, dass das ziemlich gut geklappt hat. Also mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Das hat sich ziemlich passend eingefügt. Das hat auch in Blue Skates zum Beispiel ganz gut schon funktioniert mit diesen Aspekten aus der chinesischen Kultur. Ja, das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, wäre, es kommen halt immer mal wieder so irgendwelche französischen Floskeln vor, teilweise sind das so einzelne Wörter, so Grußformeln. Manchmal ist es aber halt auch ein ganzer Satz. Und meistens ist es, oder häufig ist es, wenn es ein ganzer Satz ist, nicht möglich, sich aus dem Kontext zu erschließen, was die Person gesagt hat. Jedenfalls ging es mir so. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich kann halt kein Französisch, das heißt, ich habe halt keine Ahnung, was da steht. Es ist jetzt auch für den Handlungsverlauf meistens nicht so von tragender Bedeutung. Trotzdem also man versteht trotzdem die Situation und alles. Ich fand es halt dann trotzdem schade, weil ich das Gefühl hatte, mir ist dieser Satz jetzt irgendwie vorenthalten worden. Und vielleicht auch, weil ich das in einem anderen Buch schon besser gesehen habe. Das war ein Buch, was so in Franco-Kanada gespielt hat. Und da war es dann immer so, wenn es halt auf Französisch einen Satz gab, konntest du danach aus dem Kontext immer erkennen, was denn der Satz bedeutet hat. So, dass das, ja, das war halt hier jetzt nicht so. Und das fand ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden so wahnsinnig störend ist, weil es halt, wie gesagt, es ist nicht auf jeder Seite, auch nicht in jedem Kapitel. Es kommt hin und wieder mal vor. Und das meiste sind so französische Floskeln, die versteht man so. Das ist halt nicht viel so, ne? Es ist, glaube ich, hauptsächlich Mirage gewesen, die dann auch mal längere Sachen gesprochen hat. Aber wie gesagt, es ist dann auch nur ein Satz oder sowas. Ja, jedenfalls wollte ich das der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Ich fand, dass sich das insgesamt trotzdem super eingefügt hat und auch zur Atmosphäre wirklich beigetragen hat. Genau, nur um diese ein, zwei, oder ich kann es nicht mehr sagen. Ich habe am Anfang gesagt, häufig, jetzt sage ich es in ein, zwei Sätze, ich weiß es nicht mehr, wie viele es waren. Es war jetzt nicht so irre oft. Ja, aber das fand ich um diese Sätze ein bisschen schade. Insgesamt fand ich das aber, wie gesagt, ganz passend und überzeugend eingebracht. Und ich muss sagen, gerade wenn man halt auch schon andere Bücher von ihr gelesen hat, ich finde das voll super. Es gibt immer so kleine Querverweise, also auch klar dadurch, dass das alles in derselben Welt spielt, auch wenn es immer unterschiedliche Orte und unterschiedliche Personen sind, gibt es immer mal kleine Berührungspunkte, zum Beispiel bestimmte Gottheiten, die eben angebetet werden und wieder vorkommen oder bestimmte Ortsnamen oder irgendwelche Redewendungen oder kulturelle Geschichten halt. Und ich finde das immer voll super, wenn man auf irgendwas trifft und dann denkt, oh, das kenne ich schon da und daher. Oder, oh, die Person kenne ich, erinnere mich an das und das und so. Und ich liebe das, ich finde das total super. Man muss aber natürlich die anderen Bücher nicht gelesen haben. Also man kann auch dieses Buch, wenn das das erste von dieser Autorin ist, für einen, versteht man das ohne weiteres. Aber es ist halt cool, wenn man ihre anderen Bücher kennt, dann findet man immer so Kleinigkeiten. Ja, der zweite Band wird heißen Der Garten der schwarzen Lilien. Nachdem man den ersten Band gelesen hat, weiß man auch schon ungefähr, was das denn ist. Zumindest glaube ich das, wenn es da keine Doppelbedeutung gibt. Der erscheint im Februar nächsten Jahres. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, viel mehr möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwas Elementares vergessen. Naja, ja, genau, das wollte ich sagen. Weil ich nämlich gerade ja bei der Beschreibung von dieser Welt war und wie man sich da drin so fühlt und so weiter. Ich muss sagen,
wenn man halt schon länger in dieser Welt unterwegs ist, wenn man schon mehr Bücher gelesen hat, aber auch gerade, weil es ein so bildgebender Sprachstil ist und man einfach so toll an die Hand genommen wird als Leser, dass dir einfach immer alles eigentlich zur richtigen Zeit gezeigt wird und so. Also ich habe mich noch nie in einem Buch irgendwie total verloren gefühlt. Das habe ich bei Fantasy halt häufiger, dass ich am Anfang mich in dieser Welt ausgesetzt fühle und irgendwie erstmal gar nichts weiß und denke, hä, wo bin ich, was hier los? Und das hatte ich bei diesen Büchern noch nie. Und teilweise ist es halt so plastisch und so gut geschrieben und es wirkt halt so echt, dass ich teilweise fast vergessen habe, dass das eine fiktive Geschichte ist, sondern es kam mir teilweise eher so vor, als wäre das ein realer Ort und das wäre ein Bericht über tatsächliche Geschehnisse, die mal passiert sind. Und das hat mich selber schon ein bisschen überrascht, weil das, glaube ich, noch kein anderes Buch geschafft hat, mir eine Welt so glaubhaft nahezubringen. Also ich bin wieder sehr, sehr begeistert. Vielleicht bin ich minimal voreingenommen, weil ich auch die anderen Bücher schon so toll fand, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Das Buch ist jetzt im Juni gerade erst erschienen, ist also noch relativ neu. Es dauert jetzt leider noch 8 Monate, bis ich weiterlesen kann. Ich weiß nicht genau, wie ich bis dahin weiterleben soll. Nein, Spaß, aber ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und auch, ich weiß nicht, wann der dritte Teil kommen wird, aber den wird es auf jeden Fall auch noch geben. Und ich bin sehr gespannt, ich habe das jetzt schon 1000 Mal gesagt. Ich beende das Video an dieser Stelle. Ich glaube, es ist rübergekommen, wie genial und toll ich dieses Buch finde. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt die mir gerne. Und ja, ansonsten freue ich mich sehr über eure Meinung dazu, falls ihr euch für dieses Buch schon begeistern konntet. Ich freue mich sehr über Austausch mit anderen Leuten darüber und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!